So, und damit herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Wir sind hier in der letzten Folge stehen geblieben und wir wollen uns natürlich auf den Weg begeben. Erstmal wollen wir gucken, wie viele Sachen wir in Hogwarts noch zusammen haben. Handbuchseiten, da gibt es noch einige. Demigod-Statuen gibt es noch 8 Stück. Astronomie, Altäre. Ja, gibt's halt einen und es gibt noch ein paar Truhen, die wir sammeln müssten. Aber alles der Reihe nach. Wir werden hier erstmal Depulsor wirken. Das muss der Eingang zur Halle von Herodiana sein. Und gehen erstmal in die Halle von Herodiana. Das ist sie. Die Halle von Herodiana. Dann finden wir mal diese Rätsel. Es gibt 3 Rätsel insgesamt. Mal schauen, ob Herodiana Byrne so gut war, wie Sophronia behauptet. So, warte, das. Ich glaube. Das war gerade falsch, was ich gemacht habe. Okay. Wo müssen wir denn? Da hinten müssen wir hin. Gut zu wissen. Nein, das ist das Falsche. Hier. So. Mal sehen. Da bin ich ja wirklich gespannt, ob wir das so einfach lösen können. Aha, der Schalter setzt alles zurück. Gut zu wissen. Ja, das spart Zeit, hätte ich jetzt getippt. Okay, da oben. Ja, aber ich glaube, das ist jetzt relativ einfach. Einfach nur nach vorne schieben und dann haben wir es dort. Eine interessante Truhe. Das war nicht so schwer. Was kommt als nächstes? Okay. Das war jetzt Rätsel Nummer 1. Okay, jetzt haben wir sogar Plattform da oben hängen. Na komm schon. Ah, okay. Ja, ich sehe schon. Ja, der Spieler sollte sich da natürlich nicht verheddern. Wieso jedes Mal? Es nervt. So. So. Und sicher haben wir es damit schon gelöst, aber ich hätte schon gerne da hinten die Truhe. Okay, ich weiß, wie wir das lösen können. Irgendwie so. Ah, okay, ich sehe was, ich sehe was, ich sehe was. Ach hier.
Ach komm, wir waren doch nicht in der Nähe. So, das ist nämlich ganz wichtig, dass wir das hier erstmal wegschieben. Oder wenn wir das jetzt hier hinschieben. Ist doch schon mal gut. Ich hasse es, wirklich, ich hasse es. So, dann haben wir das schon mal. Es muss erst anders sein. Es muss erst anders sein, warte. Zack. Auch nicht. Das bleibt dann halt nicht da oben. Und wie kriegen wir das hin, dass es genau da bleibt? Okay, ich glaube, ich hab's jetzt doch. Okay, das war knapp. Wäre das Spiel wieder fies gewesen. Hättest du sagen können, es hat dich doch getroffen, mein Lieber. So, jetzt aber. Tada! Okay, ja, mein Gott. Es war nicht schwer, sagen wir es mal so. Wir haben uns einfach nur ziemlich dämlich angestellt. Das muss man zugeben. Okay. So, dann können wir einfach hier hin. Ja. Ist ein nettes Rätsel, sagen wir es so. Ist nett. Langsam raus. Nur noch eins. Revelio. Ja, es ist schon nett. Ist schon nett. Das kann man, glaube ich, sagen. Aber was ist hier der Clou? Hä? Hier geht's runter. Ja. So, nicht das, was ich wollte. Okay, wir müssen da auch erst runter. Ja. Wo sind wir jetzt? Okay, wir können wenigstens dann die Truhe. Lass mal kurz die Brille ändern. Sehr schön. Ey, die Brille. Können wir das noch bekommen? Ja. Ist das schön. Okay, schaffen wir den Sprung dahin, ist die Frage. Echt schwierig.
Okay, wie ist das gedacht? Huh? Das sollte eigentlich nicht da durchgehen. Setzen wir es mal zurück. So. Ja, das hat nicht durchgehen dürfen. Check ich nicht. Hier ist eine unsichtbare Wand. Ist gut zu wissen. Okay, jetzt. Jetzt müssen wir doch nochmal überlegen. Warte mal, wenn wir den hier machen. Das ist so komisch. Haben wir denn nichts irgendwie, was... Warte mal. Arresto momento. Ach hier. Ich wollte, dass wir mit Akio das mit verschieben, also... Können wir Arresto momento? Kann auch Depul so wie. Ah, wir können. Ah, okay. So, dann. Aber darauf können wir ja nicht springen. Können wir das hier? Nee. Das bringt ja auch nicht wirklich das, was wir gerne hätten. Ja, aber da geht dann schon wieder nichts. Okay. Akio. Dann hier auch wieder Akio. Ja, die Pulse können wir nicht von hier oben wirken. Das geht so leider nicht. Haben wir denn hier noch? Revelio. Und das können wir da nicht erreichen. Okay. War das an sich nicht? Warte mal, wir haben...
mache ich denn da? Expelliarmus muss dann da runterspringen. Cool. Boah, überleg mal, überleg mal. Glacius wird nichts bringen. Da bin ich mir eigentlich fast sicher. Ich weiß nicht, warum es da durchgeht. Irgendwas sagt mir, dass es da nicht durchgehen sollte. Der Fakt, dass es durchgeht, macht das Rätsel kaputt. Weil eigentlich, nach meiner Logik, können wir noch mal raus aus dem Rätsel? Das interessiert mich jetzt. Weil irgendwas sagt mir, dass da was falsch ist. An sich hätten wir auch einfach Depulse wirken können, wie gesagt. Irgendwas sagt mir, da ist was falsch. Da kann irgendwas nicht stimmen. So. Depulse. Nun, das ist sie. Die Halle von Herodiana. Ja, und jetzt dann hat er wieder mal alles. Diese Rätsel. Alles wieder zurückgesetzt, oder wie? Ach, komm schon. Kannst du mir noch nicht erzählen, Mann? Natürlich. Ich glaub's, das wird. Hör auf! Ach komm. Hier muss ich Akio wirken. Da kann ich die Pulse wirken. Kommt die Pulse. Dann nochmal Akio. Dann hat sich die Sache auch erledigt. So, lediglich hier fragt man sich, okay, was soll man da machen? Warte mal, da ist jetzt ein anderer Raum. Der Raum sieht jetzt ganz anders aus. Ja, hä? Ja, was soll denn der Schmarrn? Ist ja ein ganz anderer Raum jetzt. Nochmal. Der Schalter setzt alles zurück. Gut zu wissen. Also bilde ich mir das ein oder sieht der Raum jetzt anders aus? Hätten die Säulen da nicht sein sollen? Hä? Keine Ahnung. Machen wir erstmal den hier. Irgendwas sagt. Nee, komm. Will ich nicht. Will ich nicht, mach ich nicht. Nein, das ist. Das, Alter. Mach jetzt das, was ich dir sage. Ach,
Okay. Gehen wir mal kurz weg. Gut. Okay, wir haben jetzt ein kleines Problem. Oh, warte. Das war sogar echt gut. Ich wollte es eigentlich noch aus dem Weg haben, aber das war echt gut. Warte mal, hier. Aha! Nein. So, dann hier. Okay, wir kommen schon mal hier hin. Das ist sehr gut. Ja klar, und dann... Ja, okay, wir haben es, glaube ich. Okay, und dann... Ich glaube, das war wirklich einfach nur verbuggt. Das war das Letzte. Scheint, als wäre ich Harrow Diana Burn. Das war nicht so schwer. Was kommt als Nächstes? Okay, das war wirklich schon tricky, aber ich meine, das war etwas verbuggt. Irgendwas stimmte da nicht wirklich. Oder ich guck mir das einfach nochmal in der Post-Production an und kann dann sagen, ob ich einfach nur einen Hänger hatte. Aber ey, wir haben's. Gut. Dann gehen wir mal zu ihr. Natürlich vergisst du nie, was ein Hufflepuff irgendwann mal gesagt hat. Sag es mir, flüstere es mir ins Ohr. Ich werde mich nicht ärgern. Wie könnte ich bei dir das Gesicht verziehen, wenn nicht aus purer Freude? Was? Ich verstehe die Geister hier nicht. So. Gehen wir mal weiter. Wahrscheinlich müssen wir dann wieder auf sie warten. Ah ne, sie ist da. Sophronia, alle Rätsel in der Halle von Harrow Diana sind gelöst. Unglaublich. Du hast Harrow Dianas Gewand gefunden? Kann ich es sehen? Natürlich. Hier ist es. Oh, wie prächtig. So majestätisch wie Harrow Diana selbst, die größte Depulso-Meisterin aller Zeiten. Du bist fast so toll wie Harrow Diana. Wenigstens fast so toll. Oh, da sind wieder die Miezen. Da waren wir drin, ne? Ja, da waren wir drin. Gut, hier haben wir nichts mehr. Gut, wir haben hier zwei Demigeist-Statuen. Das ist wenig, bin ich ehrlich. Dann hätte ich gesagt, wir gehen mal auf die Suche nach Demigeist-Statuen. Aber wo wollen wir hin? Nee. Komm, wir gehen einfach mal runter. Wir gehen runter und gucken einfach mal. Komm. Hi. Hallo nochmal, Adelaide. Hast du etwas von deinem Onkel gehört? Immer noch nichts, fürchte ich. Ich wäre dankbar für jede Hilfe. Wie gesagt, wollte er sein Lager nördlich von hier aufschlagen. Stimmt, das wollten wir ja machen. Ich erinnere mich. Ja, das machen wir schon. Also wir helfen bestimmt ihrem Onkel mal, wenn wir Zeit haben oder so. Gut. Wir gehen jetzt nach unten. Ein bisschen ganz nach unten einfach mal. Kann ja nicht schaden.
Revelium. Wenn Hogwarts die Herrschaft ja, damals, die, sowieso ein Demigas-Statue. Hallo, Humora. Aber das wussten wir ja. So, und... ja. Sehr gut. Du gehörst mir, Demigeist. Der Demigeist gehört jetzt uns. Achtung! Ich wurde darüber in Kenntnis gesetzt, dass verschiedene Mitglieder des Kollegiums eine soziale Zusammenkunft planen. Ich habe keine prinzipiellen Einwände dagegen und überlasse es jenen, die sich so sehr nach Geselligkeit sehen, sicherzustellen, dass derartige Aktivitäten nicht in die Schulzeit fallen und nichts dabei geschieht, das meine Konzentration stören könnte. Ich erwarte am Tag der Veranstaltung beschäftigt zu sein. Werde jedoch die Einladung bei Erhalt wohlwollend prüfen. Mir ist bewusst, dass... mir ist bewusst, dass meine Abwesenheit das Ergebnis negativ beeinträchtigen würde. Eine halbe Stunde sollte genügen. Bitte beachten Sie, dass Musik jeder Art untersagt ist. Phineas Nigelus Black. Gut. Und natürlich möchte ich keine Süßigkeiten haben, weil diese ja, Ratten anlocken könnten. Aber wir sind ja anscheinend in dem Büro des Schulleiters. Scheinbar. Rebellion. Was haben wir hier? Schrank des Irrwichts. Ha! Als. Ja, okay, das gehört jetzt zur Sammlung. Hätte jetzt gedacht, dass wir möglicherweise sogar mitnehmen konnten, aber nein. Nein. Sie verdienen alle. Hier waren wir schon. Was ist denn los? Hier geht's nur hoch. Wo können wir denn noch hin? Hier können wir noch runter. Der Besen jemanden trifft, dann hoffentlich sie. Ich gebe es auf. Kann doch nicht sein. So. Revelio. Hogwarts, aber hier musst du doch. Da hinten fliegt wieder eine Seite rum. Die nehmen wir mit. Gut, komm. Skillen wir mal auf unsere Talente. Wir haben zwei Punkte, die wir verteilen können. Dunkle Künste bringt uns immer noch nichts. Was soll ich denn absorbieren? Link. Revelio-Beherrschung. Basiszauber. Ach Mensch. Ich weiß es doch nicht. Schleichen vielleicht? Ja, aber Petrificus Totalus ist jetzt nicht unbedingt irgendwas, was ich gerne in meiner Liste hätte. Kopfschmerz, ja, es könnte länger wirken. Unsichtbarkeitstrankstärke. Boah. Also wann nehmen wir jetzt mal wie, wann nehmen wir denn bitte Tränke? Ich weiß nicht, worin wir skillen sollten. Haupttalente vielleicht, Superbeherrschung. Protego. Machen wir das einfach mal.
und die Wurfexpertise. Ich weiß halt echt nicht, worin wir hätten skillen sollen. Das ist schlimm. Revelio. Ich höre es ja immer Bing, aber wo? Ah, da! Brandflecken. Ah, ja, stimmt. Das sind Brandflecken. Indeed. Revelio. Und ihr müsst dann unten sein. Aua. Was ist da drin? Alohomora. Dann brauchen wir vielleicht doch nicht mehr so viele. Das wäre doch eigentlich ganz gut, wenn wir schon mal die Sammlungs... Du gehörst mir, Demigeis. Was? Achso, ja, hier sehen wir schon mal die Kanone. Ne, wichtiges Muggel-Artefakt. 9 Sammlerobjekte noch in Hogwarts. Ist noch was? Aber wo? Ich höre es doch. Bing! Das macht Bing! Wahrscheinlich hier drin. Alohomora! Alohomora! So. Also Schlösser knacken macht wirklich Spaß. Revelio. War Unterrichtsstunde Alchemie. Okay, das war's dann auch hier schon mal.